Brennstoffzelle, ja, nein, Brennstoffzelle, nein. Für eine Brennstoffzelle brauchen Sie Wasserstoff. Und Wasserstoff fällt bei irgendwelchen Industrieproduktionen mit ein bisschen Glück an. Da kann ein paar Stadtbusse damit fahren. Heutzutage wird Wasserstoff vor allem aus Kohlenwasserstoffen hergestellt, mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad. Wenn man mal deutlich zu viel regenerative Energie hat, deutlich zu viel Windstrom, dann kann man sich überlegen, daraus Wasserstoff zu machen. Aber viel besser wäre es, diesen Windstrom über Nacht in Autoakkus zu laden. In Dänemark gibt es Stromanbieter, die bieten nachts Strom kostenfrei an. Die kann man dann nachts in sein Auto hineinladen. Dann dient dann dieses Auto zur Netzstabilisierung. Und Wasserstoffautos haben einen schlechteren Wirkungsgrad als Dieselfahrzeuge oder sogar als Benziner, weil diese Brennstoffzelle so schlechte Wirkungsgrade hat. Dann muss der Wasserstoff ins Auto hoch komprimiert werden. 700 Bar, da gehen allein an Kompressionsverlusten 12% drauf. Dann bei der Wasserstofferzeugung, der Wasserspaltung, und da geht schon ein Haufen verloren. Also alles das zusammen und dann kriegen Sie den Wasserstoff nicht zu den Tankstellen hin. Wasserstoff ist sehr leicht, da müssen Sie entweder Pipelines hinbauen. Pipeline werden ja in Deutschland nicht mehr gebaut, dafür ist zu viel Protest. Außerdem das ganze Land mit Wasserstoffpipelines zu durchziehen, ist auch nicht ganz billig. Wasserstoff über LKWs zu fahren, da lassen Sie dreimal so viele LKWs fahren, wie man heute Diesel-LKWs oder für die Diesel-PKWs fahren lassen muss. Also Wasserstoff führt überhaupt keinen Weg hin und auch der Vorsitzende von Daimler, der Herr Zetsche, der hat das also auch gesagt, also Wasserstoff wird es wohl nicht werden. Die haben jetzt ihren kleinen SUV, diesen GLC, Fuel Cell, F-Cell, tatsächlich rausgebracht. Es wird auch ein paar davon geben, aber man braucht dazu erstmal riesige Batterien, weil die Leistung der Brennstoffzelle allein zum Fahren nicht ausreicht. Tja, und dann der Haufen Platin da drin. Seltene, also sehr seltene Edelmetalle. Auch im Katalysator bei normalen Autos. Über diese Sache fragt niemand nach. Alle fragen darüber, Lithium ist selten, Kobalt ist selten. Ja, ist Platin nicht selten? Rhodium, Palladium, all diese Katalysatormetalle, die man auch für Brennstoffzellen braucht. Jo, tja, fragt keiner. Wird die Fragestunde eine Stunde dauern? Ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir 17 Minuten 30 drin. Toyota hat auch mit Wasserstoffautos sich viel vorgenommen. Ja, sie müssen es erstmal machen. Ne? Also von dem Mirai hat man so viele nun auch noch nicht gesehen. Zur Olympiade wollen sie da Haufen Wasserstofffahrzeuge fahren lassen. Da werden sie dann sehen, wie sie den Wasserstoff in der Gegend umherbringen. Ne?